Wir haben heute den Rücktritt aus der operativen Leitung der Stadler Rail angekündigt. Warum? Ja, ich bin am 1. November 1987 bei Stadler eingetreten, habe jetzt die operative Verantwortung 30 Jahre auf den Schultern getragen, werde in 15 Monaten 60 Jahre alt und ich denke, es ist wichtig, dass ein verantwortungsbewusster Unternehmer sich früh genug um seine Nachfolge kümmert, um die Generationenablösung. Und ich denke, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich den ersten Schritt machen werde und eine Position, den Group-CEO, abgebe. Und was ist Ihre zukünftige Tätigkeit ab 1. Januar? Ja, ich konzentriere mich dann aufs Verwaltungsratspräsidium mit allen strategischen wichtigen Aufgaben wie strategische Produktentwicklung, Strategie, Erarbeitung, dann die großen Joint Venture Projekte mit Lokalisierung im jeweiligen Land, dann alles, was mit Firmenübernahme zu tun hat. Dann bin ich nach wie vor stark eingebunden im Angebotsprozess als letztes Kontrollorgan, was wir dann für Preise legen bei Angeboten. Also ich glaube, die Palette an Herausforderungen wird nach wie vor relativ groß sein und ich werde mich nicht langweilen. Kehren Sie jetzt in die Politik zurück? Also sicher nicht mein Ziel und hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich heute meinen Rücktritt als Group-CEO angekündigt habe. Ich schließe das nicht ganz aus, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Rückkehr gibt, ist relativ klein.